sind, hat auch Klavierunterricht bekommen beim Klavierlehrer. Und weil er andauernd die Farben und mit Tönen verglichen hat, hat der Klavierlehrer den irgendwann rausgeschmissen, weil kein konstruktiver Unterricht möglich war. Und es stimmt, die Farben sind mit Tönen zu vergleichen. Also diese dunklen Töne in dem Bassbereich, die Mitteltöne wie Blau und Grün so in dem Mittelbereich und dann die Weiß und Gelb und so, die helleren Töne natürlich in dem oberen Bereich der Klaviatur. Und das stimmt, man kann das wirklich vergleichen und es macht auch etwas.